Problem ist gerade wirklich, dass ich nicht weiß. Okay, wir haben das Ding ausgelöst. Es geht auf jeden Fall über den beiden Klopsköpfen entlang. Ich glaube schon, dass wir nochmal zurück müssen. Da, seht ihr das? Da geht das Ding lang. Wir müssen uns an so einem einsamen Ding festhalten. Vor allem, die müssen ja eine übelste Mannschaft zu verpflegen haben. Wenn man das mal so sieht, ne? Okay. Kein Problem, kein Problem. Das ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also ich glaube, das läuft heute einfach. Das läuft heute einfach richtig gut. So, und jetzt müssen wir nur nicht sterben. Und das Witzige ist, guck dich das mal an. Selbst ihr Regenmantel wird nass. Das ist ein sehr, sehr, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr nettes Gimmick. Sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Obwohl diese Welt doch echt relativ grob gezeichnet aussieht. So. Jetzt kommt der nächste Haken und da hängen wir uns dran. Das scheint den beiden gerade gar nicht zu gefallen. Der hält jetzt den Schalter an, der hält den Schalter jetzt an. Oh, da hätte ich loslassen müssen. Ich blöd, Mann, da hätte ich loslassen müssen. Aber gut, wir werden hier abgesetzt, okay. Ja, wo der uns jetzt hinschleppt, ist ja wohl klar, oder? Alles klar, kein Problem. Lauf einfach, kleines Mädchen. Sunny, Sunny! Oh, ein Schritt weiter nach... Ein Schritt weiter nach rechts. Ein Schritt weiter nach rechts. Oh, wir dürfen auch nicht durch die... Oh, bei den Scherben fängt sie an zu... Das tut natürlich auch weh, wenn man keine Schuhe anhat. Okay, Try and Error Prinzip, aber diesmal. Nein! Oh. Er hat sogar Sachen nach uns geschmissen. Die Küche. Errungenschaft freigeschalten. Die Küche. Wir sind hart am Gewinnen, sozusagen. Sehr, sehr schön einfach. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt auch noch Bock zuzusehen. Oh, ich höre Möwen. Ja, wir hatten recht. Wir hatten recht. Und da haben wir uns jetzt einfach mal gekonnt ins Meer geschmissen. So, wir müssen jetzt
Och, Mensch. Glatzi. Jetzt pass doch mal auf. Pass doch mal. Okay. Also nochmal. Ich werde langsam unachtsam. Das ist nicht gut. Guckt euch das mal an. Ist das der Hammer? Ist das der absolute Hammer? Das sind Passagiere. Oh, zieht euch das rein. Die haben auch Masken auf. Die haben Masken auf. Die haben auch Masken auf. Also ähnlich wie bei Inside. Was ist denn das? Ist das die Klops-Brigade oder was? Wir kommen im Jahr 2153. Ich freue mich übel. Ich freue mich übel, dieses Spiel zu spielen. Das ist schon ziemlich cool. Und natürlich haben wir keine Möglichkeit gefunden, aus dem Ding wieder rauszukommen. Nein, wir gehen wieder tiefer rein. Geben uns sozusagen langsam aber sicher die Chefetage. Guckt euch das an, ey. Das ist vor allem. Guck mal, das. Da ist die Frau! Da ist die Frau! Bis jetzt hat es auf einmal einen sehr asiatischen Touch. Also auch die Gebäudestruktur. Sie prüft. Kennt ihr Chihiros Reise ins Zauberland, zufälligerweise? Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Die sind nicht nur fett und schwabbelig, ich glaube, die sind auch alle knallhart am Ende ihrer körperlichen Kräfte. Also ich bin auch ein Freund vom All-You-Can-Eat-Buffet bei jedem Asiaten, aber das ist schon ein bisschen hart. Da hinten. Die fressen da hinten wie Schweine. Na, du bist, was du bist, quasi. Oh, 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 zieht euch das rein, zieht euch das rein. Oh, das hat doch schon nichts mehr mit Essen zu tun. Oh mein Gott, er isst wie ein Schwein. Nein, Schweine kauen. Das ist mehr so eine Ente. Oh Leute. Was ist denn da jetzt passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Oh Mann, ey. Okay. Okay. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ja, da war er halt einfach gierig, ne? Der Tisch noch nicht voll genug. Da muss man natürlich noch nach der Wurst auf den Boden greifen. So. Wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Der hat uns gerade gegessen. Okay. Der sieht uns. Wir müssen rennen.
schwer zu fassen, gerade Errungenschaft freigeschalten. Ja, Samtregenmantel ins Maul gesteckt vor ihm. Okay, wir müssen anscheinend. Ja, ich weiß, dass du mich essen willst. Ich muss dich aber leider enttäuschen. Na, Schwäbelchen, kommst du nicht ran? Boah, ist gerade echt so saustressig hier. Und das ist wieder die Mützenbrigade. Die laufen ja auch vor uns, aber die helfen uns halt auch teilweise. Okay. Puh. Es gab mal ein bisschen Ruhe. Was mal? Och, er knutscht ihn. Sie hat ihn geknutscht. Gedrückt. Ah, okay, alles klar. Was? Wir können sie umherwerfen. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder an so eine Esssituation gerechnet. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe eine Idee. Wisst ihr, warum sie immer so sehr stark hungert und dann sich um was gierig in den Wanst wirft? Weil sie vielleicht in dieser Geschichte das Pendant dazu bilden soll. Also zu diesen ewig essenden Wesen, was auch immer. Okay, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so richtig, was sollen wir hier eigentlich machen. Ich nehme ihn jetzt einfach mal. Ja, das scheint nicht zu helfen. Dieses arme Vieh im Hauben umherzuwerfen. Hilft nicht, Sunny. Okay, also irgendwas übersehe ich gerade. Irgendwas übersehe ich. Gut, hier kann ich auch nichts machen. Ich kann halt lediglich das gute. Kannst du ja lediglich gegen die Wände knallen. Also so richtig was bringen tut mir das jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Ja, ob das jetzt wirklich hinterher dackeln ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, das ist schon. Okay, also. Es hilft halt nichts. Es hilft halt nichts. Ich glaube. Was da vom Rohr runterhängt, ist eine Socke. Ja, das ist eine Socke. Ich versuche jetzt auch mal diesen kleinen Zippelmann hier. Also, es ist sehr, sehr schwierig, hier etwas zielgerichtet zu werfen. Kann ich hier nochmal raus? Vielleicht muss ich den Zippel mal mitnehmen. Ja, das ist also diese Situation hier ist ja mehr als erbaulich. So, komm mal mit, kleiner Zippelmann. Wir gehen mal jetzt hier raus. Nein. Hier so möchte ich dich. Nein, das klappt auch nicht. Ich muss ihn direkt davor stellen, denke ich mal. Und jetzt? Nö.
okay. Es ist wieder mal so eine Situation gewesen. Wir stehen da hinten drinne und denken, irgendwas machen zu müssen, aber dabei müssen wir da hinten gar nichts machen, sondern es geht quasi straight weiter. Es geht offensichtlicher weiter, als man das am Anfang erwartet. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt nochmal da hinten hin. Schieben mal ganz kurz den Stuhl hier weg. Der Zippelmann ist weg. Schade eigentlich. So, dann klettern wir jetzt hier auf den Tisch und versuchen jetzt einen Slalomlauf durch die Wühlkiste. Oh, verdammt. Verdammt. Aber wir müssen auf jeden Fall so schaffen wir das, ne? Also das ist quasi sozusagen das Ziel der Sache. Also hier hoch. Nur kurz Hallo sagen. Nein! Oh, verdammt! Übersehen wir irgendwas? Kann das sein, dass wir irgendwas übersehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Okay, also nochmal. Ja, und da greift er mich halt. Also da ist die Stelle, wo... Vielleicht müssen wir auch einen Moment warten. Okay, wir probieren es jetzt mal mit warten. Vielleicht ist das sozusagen die Stelle, an der wir... Okay, Achtung. Okay, jetzt sind wir hier wieder runtergefallen. Es kann schon sein, also diese Drops-Koffer, guck mal, die reichen ja nicht weiter. Die reichen ja überhaupt nicht weiter. Das verstehe ich nicht. Also das will mir gerade nicht aufgehen. Also partout nicht. Also mir ist schon klar, dass wir jetzt auf jeden Fall definitiv hier über diesen Tisch müssen. Guck mal, er reicht nicht, die reichen nicht da dran. Jetzt sind wir der in die... Oh. Übersehen wir irgendwas? Es ist ja einfach jetzt nicht, also es ist jetzt wirklich nur unserer lahmen Reaktionszeit zuzuschreiben, dass wir das nicht schaffen. Ja, das war blöd. Oh, wie oft ich jetzt schon von den in welchen Mündern die Sunny jetzt schon gesteckt hat. Eklig. Und wartet mal. Warum kletterst du jetzt hier nicht hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir probieren das jetzt nochmal. Okay. Sie will da nicht hochsteigen. Verrückt. Es ist gerade wirklich einfach nur verrückt.
wartet mal ganz kurz. Es kann auch sein, dass wir gar nicht hier drüber müssen. So, so jetzt passiert das Ding. Jetzt kommt diese Situation. Peggy 16.